Als ich dann im Feld war, habe ich mich mit Einheimischen angefreundet und die haben mir oftmals erzählt, da sind jetzt ein paar gute Eisbären. Ich komme gerade von da, da ist jetzt vor ein paar Tagen passiert, dass ein Eisbär mit Schlittenhunden gespielt hat. Ich habe die für völlig verrückt erklärt, habe gesagt, das geht ja gar nicht, wie soll denn das gehen? Da gäbe es doch längst Bilder von. Nein, das weiß noch lange nicht jeder und nicht jeder bleibt so lange hier und integriert sich so gut, wie ihr das macht. Dadurch öffnete sich natürlich ein sagenhaftes Fenster. Ich habe mich dann mit dem Hundebesitzer angefreundet und der hat mir angeboten, okay, jeder, der hier normalerweise hinkommt zum Fotografieren und zum Filmen, zahlt einen Tagesbeitrag, der war nicht billig, aber wenn du mir hilfst, meine Hunde zu füttern, dann kannst du da so lange bleiben, wie du willst. Und vor allen Dingen, es passieren Sachen, die glaubt mir kein Mensch. Die glauben alle, ich hätte zu viel getrunken oder ich würde koksen oder sonst was. Das sind so unglaubliche Geschichten. Stell dich einfach hin, die ganze Saison und warte. Die ganze Saison heißt zwischen 3 bis 6 Wochen. Und ich bin dann jeden Tag an diesen Hundeplatz gefahren und habe da stundenlang gestanden. Und da waren einige Tage dabei, da ist gar nichts passiert. Dann waren einige Tage, da ist mittelmäßig was passiert. Und dann kam irgendwann die ganz große Aktion. Ein riesiger, ungefähr 1200 Kilo Bär, kam vom Horizont angeschlendert, lief auf die Hunde zu und schien dann die Hunde zu fragen, wer will mit mir spielen. Wenn ich das nicht selber alles gesehen hätte, würde ich sagen, völlig verrückt. Und fast alle Hunde haben sich wie wild gebärdet, bis auf einen. Der ist einfach nur stehen geblieben. Und der Bär lief dann auf den zu und stand dann vor dem und schien dann wirklich fragen zu wollen, wollen wir nicht, ich tue dir auch nicht weh. Ja, und der Hund schien das zu tolerieren, da kam der Bär an, hat sich dann vor dem Hund in diesen Laufkreis der Kette, die sind ja alle angekettet, hat er sich reingelegt und dann kam der Hund und hat ihm dann an der Nase geschnuppert. Und dem Bär hat das gefallen und dann stand der Bär auf und dann nahm er seine Hinterpfote von dem Hund, hat damit gespielt, hat ihn in den Schwitzkasten genommen, dann hat er sich in den Laufring komplett reingelegt und der Hund, der sprang ihm dann auf den Bauch und auf den Kopf. Und das gaben dann wirklich Bilder, die hatte man so noch nie gesehen.